Kommen wir mal zu deinem drittbesten Spieler in der Mannschaft, der da heißt? Talen Horton Tucker. Leute, was geht? Shots Fired ist endlich zurück. Die NBA-Saison ist 2 Tage jung und ab jetzt sind wir wieder jede Woche für euch da. Diskutieren mit euch über aktuelle Themen. Heute direkt 2 riesige Themen, 2 wichtige und bedeutende Fragen. Bei Björn reden wir darüber, wer wird MVP? Und hier geht es, wie eigentlich jedes Jahr, um die große Frage, wer wird am Ende Meister? Wir haben uns die Top-Favoriten rausgesucht. Die Bucks darf man natürlich nie vergessen, aber du hast den Top-Favoriten im Osten, ich den im Westen, Lakers vs. Nets, darüber werden wir gleich diskutieren. Wie immer, auch das hat sich nicht geändert dieses Jahr, könnt ihr unter jeder Folge League Pass Codes gewinnen für einen Monat. Ihr müsst einfach mitdiskutieren, in eurem Kommentar euren Instagram-Handle erwähnen und schon nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Macht auf jeden Fall mit und, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wieso hat Björn eigentlich so ein freshes Shirt an, was hat es damit auf sich? Buckets ist die neue Brand von Paul und mir, die wir in den letzten Monaten entwickelt haben. Ich habe das Shirt extra nicht an, damit ich es euch auch mal von hinten zeigen kann. Denn es ist echt ein kleines Highlight, der Backprint. Es ist die Bucketlist mit Aktionen, die jeder Baller eigentlich mal in einem Game abhaken sollte. Wenn ihr Bock drauf habt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung zum Shop. Es gibt auch noch eine Shorts und es gibt auch noch sehr nice Slides. Und wenn ihr sagt, ey, wollte ich mir eh noch holen oder da schlage ich jetzt zu, unter allen, die nach dieser Folge eine Bestellung raushauen und mir einen Nachweis drüber schicken, verlose ich auch nochmal einen League Pass Code. Das heißt, doppelte Chance, wenn ihr sagt, ey, das Shirt, was Björn da trägt, das hätte ich auch gerne, ich brauche meine eigene Bucketlist. Dann geht auf die Seite und gönnt euch und wir können loslegen. Wir können loslegen. Und Björn, du bist der Gast. Ja, Mann. Du darfst mir jetzt erzählen, warum die Brooklyn Nets, nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, dieses Jahr ohne Kyrie Irving Meister werden. Du gehst einfach davon aus, dass Kyrie nicht mitspielt. Okay, zunächst mal will ich festhalten, Phoenix und Milwaukee sind 2 Mannschaften, die wirklich auch considered werden sollten. Ich finde beide Teams sehr, sehr gut, sehr, sehr stark besetzt. Aber wir beide wissen auch, die NBA, gerade die NBA, ist eine Sportart, die von Superstars dominiert wird. Und gerade auch, was die Finalserien angeht, sind es oft die Superstar-Teams, die sich durchsetzen, nicht die best zusammengestelltesten Teams. Dementsprechend klammern wir die heute aus, möchte aber trotzdem Shoutout geben an beide. Es geht mir gar nicht so sehr darum, warum gewinnen die Brooklyn Nets? Dafür gibt es genug Gründe, aber fangen wir erstmal mit deinen Lakers an. Die Lakers haben zu viele Fragezeichen. Also zunächst mal, wir haben das gleiche letztes Jahr diskutiert und keiner von beiden hat es in die Finals geschafft. Beide verletzungsbedingt. Ja, verletzungsbedingt, das muss man dazu sagen. Gut, und das ist eigentlich schon das Hauptthema oder eins der Hauptargumente gegen die Lakers. Sie sind einfach zu alt. Sie sind eins der ältesten Teams. Nee, sie sind das älteste Team aller Zeiten. Sie haben 3 der 5 ältesten Spieler in der NBA, 6 der 12 ältesten Spieler der NBA. 10 Spieler im Roster sind über 30 Jahre alt. Du hast LeBron und Melo mit 37, Trevor Ariza mit 36, Rondo und Dwight Howard hast du mit 35 Jahren. Dieses Team ist einfach uralt. Und was machen uralte Teams? Sie verletzen sich. Die Spieler sind am Ende ihrer Karriere. Und wir haben gesehen, LeBron James in den 3 Jahren, wo er jetzt bei den Lakers ist, einmal Champion, ja, Props, in der Bubble. Die anderen beiden aufgrund von Verletzungen entweder gar nicht an den Playoffs teilgenommen oder in der ersten Runde rausgeflogen. Diese Mannschaft bei den Lakers aktuell, das gibt mir so ein bisschen 2018er Cleveland-Vibes. Weißt du noch, als Dwayne Wade mit da war und du hattest dieses ganze Roster voller talentierter Spieler, aber viele auch über ihrem Zenit. Und was ist am Ende passiert? Man hat alle weggetradet für eine Handvoll anderer Spieler, die LeBron dann trotzdem irgendwie in die Finals gehievt hat. Gereicht hat es aber nicht. Er hat nicht die Finals gewonnen. Und genau da will ich hin. Diese Mannschaft ist einfach zu alt und zu verletzungsanfällig. Ganz besonders die beiden Superstars, LeBron und AD. LeBron, 37 Jahre alt, mehr muss ich nicht sagen, Anthony Davis sehr oft verletzt. Alleine das ist schon ein Grund dafür und es gibt mehrere Gründe, aber ich will erstmal deinen Case quasi dagegen hören, weil das musst du auch wissen, die Lakers sind uralt, du weißt es. Ja, die Lakers sind alt. Umso schöner und erfrischender ist es ja, dass du auf deiner Seite in Brooklyn so ein Jugendforschprojekt am Laufen hast. Ja. Mit dem 36-jährigen LaMarcus Aldridge, mit einem 36-jährigen Paul Millsap. Paddy Mills ist 33, Durant 33, Harden 32. Also das ist wirklich ein Kindergarten. Die haben noch Betreuer dabei, wenn die zum Training gehen. Die sind alle jünger als deine Leute. Das ist wirklich sehr erfrischend. Zumal von den Spielern, die du gerade aufgezählt hast, nur LeBron James wirklich unabdingbar ist für dieses Team. Wenn von den anderen 4
einer ausfallen würde, wird sich an den Titelchancen der Lakers nichts ändern. Warum hat man denn dann Carmelo Anthony geholt? Ja, damit er von der Bank Scoring natürlich bringt. Warum hat man Trevor Ariza geholt? Aber würdest er soll du sogar jetzt, in ja, die Starting 5 gehen. Aber würdest gehen du dich jetzt hinstellen und sagen, dass die Titelchancen der Lakers von Trevor Ariza abhängen? Nein, nicht Nein. ausschließlich, aber sie hängen auch nicht von Patty Mills ab. Ich würde sagen, ja, die Lakers, sind im Schnitt alt. Der wichtigste oder ja doch für mich inzwischen der wichtigste Spieler, gerade wenn man die Defense mit reinnimmt, Anthony Davis, ist in seiner absoluten Prime. Das darf man sich auch nicht. Alterstechnisch auf jeden Fall. Nein, alterstechnisch, wenn man sich den Durchschnitts-NBA-Spieler anguckt. Anthony Davis war so oft verletzt mittlerweile. Klar. Dwight Howard ist auch nicht in seiner Prime mit 29 gewesen, sondern Anfang 20 und dann ging es bergab. Und das Gleiche gilt für Anthony Davis. Nicht, dass es bergab geht, keine Sorge, aber ich meine einfach, er ist nicht in seiner absoluten Prime. Okay, ich will nur sagen, die Spieler, die du gerade aufgezählt hast, das sind nicht die absoluten Säulen für den Erfolg der Lakers. Die ziehen das Durchschnittsalter natürlich nochmal enorm runter. Und LeBron, ja, er war zweimal verletzt in den drei Lakers-Jahren. LeBron hat uns bisher trotzdem immer bewiesen, dass er gegen Father Time doch noch ganz gut mithalten kann. Und ich glaube, du bist auch bei mir, wenn ich sage, ich traue ihm schon noch eine Saison zu, in der er sich nicht verletzt. Weil wenn wir jetzt sagen, der wird sich verletzen, können wir auf der anderen Seite auch sagen, ey, was war denn letztes Jahr mit den Nets? Harden wird sich wahrscheinlich wieder verletzen. Vielleicht verletzt sich Durant wieder. Also wieder mit Verletzungen anzufangen, sollten wir, glaube ich, außen vor lassen. Wir gehen davon aus, beide Teams sind gesund. Unterschied bei dir ist, ein gesunder Spieler, der kommt gar nicht erst. Und warum haben wir letztes Jahr gesagt, die Nets sind der ganz klare Favorit? Weil sie dieses dreiköpfige Monster hatten aus Harden, Durant und Kyrie, was du in dieser Form noch nie gesehen hast. Wir alle haben gesagt, so viel Offensivpower, so viel Talent gab es noch in keinem Team. Vielleicht nehmen wir die Warriors noch ein bisschen mit rein. Aber in der Form gab es das, was Scoring-Power angeht, noch in keinem Team in der NBA-Geschichte. Und deswegen haben alle gesagt, die Nets werden Champion. Jetzt fehlt aber ein Drittel. Und wir wollen einfach so tun, als ob die Nets trotzdem easy, cakewalk-mäßig zur Meisterschaft spazieren. Das musst du mir erstmal erklären. Ich sehe es noch nicht. Du hast in meiner Folge gesagt, dass ich mich bei bestimmten Takes gewunden hätte. Du bist der absolute Wurm gerade selber. Doch, weil ich habe dein Altersargument gerade entkräftet. Und genau das hast du eben nicht. Du hast es auf den ersten Blick getan, aber eigentlich hast du es gar nicht. Das entkräftige ich jetzt nämlich mal. Du hast mir jetzt gesagt, von den Spielern, die ich aufgezählt habe, ist ja nur LeBron Championship relevant. Das ist erstmal Quatsch. Sie brauchen Rondo, sie brauchen Dwight Howard und sie brauchen Carmelo Anthony. Das sind aber nur die Ältesten und Trevor Ariza haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich habe dir gesagt, 10 Spieler in diesem Roster sind über 30 Jahre alt. Und da reden wir von 33-Jährigen, 34-Jährigen. Das sind alles Spieler, die einfach alt sind und verletzungsanfällig. Also sag mir bitte nicht, ja, LeBron ist 37, aber der ist ja eh ein Cyborg, der wird sich schon nicht verletzen, alles gut, entkräftigt. Nein, es ist nicht so. Sie sind das älteste Team mit Abstand, sie sind das älteste Team ever in NBA History und sie sind immer noch 2 oder 3 Jahre älter im Schnitt als das gesamte Brooklyn Nets Team. Und zu dem Argument Kyrie Irving. Verstehe ich, ist ein heikles Thema. Ich habe auch keine große Lust, mich dazu zu äußern. Was ich allerdings sehe, und ja, pack schon mal den Marty McFly aus. Kyrie Irving wird zurückkommen und er wird in dieser Saison auch schon wieder Basketball spielen und er wird vor allem in den Playoffs spielen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Kyrie setzt jetzt gerade aus. Kyrie hat jetzt gerade seinen Stance, den er hält. Wenn der Typ jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate zugucken muss, wie Kevin Durant und James Harden quasi die Fantasie ausleben, die er hatte, als er nach Brooklyn ging mit Kevin Durant, dann würde es ihn schon in den Fingern jucken. Er hat selber gesagt, er will nicht retiren. Er hat selber gesagt, er hat noch Lust auf Basketball und so will er das Spiel nicht verlassen. Der Typ will gerade, wie auch immer man das einordnen möchte, ein Statement setzen. In irgendeiner Form tut er das auch. Ist seine Entscheidung, müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber er wird am Ende wieder Basketball spielen. Das ist ein junger Mann, der seit er 15, 16 ist, weiß, er ist für die NBA prädestiniert. Der war der Number One Draft Pick, der hat einen der größten Würfe aller Zeiten getroffen in den Finals. Dieser Typ sagt nicht einfach, ja, ich chill jetzt mal zu Hause und guck meinen besten Freunden zu. Ja, er hat... Nein, dieser Typ hat nach den 2017er Finals auch gesagt, mit einem Typen wie LeBron will ich jedes Jahr in den Krieg ziehen, das ist mein Bruder, das ist mein Guy. Hat ein paar Wochen später gesagt, ey, wenn ihr mich hier nicht wegtradet, dann lasse ich mir mein Knie operieren und spiele nie wieder für die Cavs. Dann war er in Boston, hat gesagt, ey, ich will hier resignen, ich find's hier so geil, ich bleibe. Und hat dann gesagt, ich will hier weg, ich will mit diesen ganzen jungen Spielern, die gar nicht wissen, wie man gewinnt, nichts zu tun haben. Mhm. Ist dann nach Brooklyn gegangen. Was war letztes Jahr? Man weiß es nicht. Mal hier, mal da, dann wieder Party während Corona, dann da kein Bock, dann da Leave of Absence. Sorry. Und bei aller Liebe und ich habe auch nichts gegen Kyrie Irving und er macht abseits des Feldes auch viele, viele gute Dinge. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber
du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Und dich hier hinzustellen und zu sagen, er wird auf jeden Fall zurückkommen, das hat er mir in den letzten Jahren nicht gezeigt und das ist für mich definitiv kein Fakt. Okay, du hast mich. Der drittbeste Spieler bei den Brooklyn Nets ist ein bisschen schwer einzuordnen. Am Ende des Tages wird er trotzdem in den Playoffs spielen. Das kannst du, du kannst dich... Doch, es gibt davon kann ich heute, ausgehen. An diesem Tag... keinen Beleg dafür, dass das in irgendeiner Form wahrscheinlich ist. Doch, seinen Livestream, wo er selber gesagt hat, nein. Seinen Livestream oder seine Aussage, dass die Erde flach ist. Können wir die auch für bare Münze nehmen? Sorry, du kannst doch nicht sagen, sein Livestream ist der Beweis, dass er spielen wird. Der Typ hat gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Kyrie-Thema zu. Genau, ja, genau deswegen, besser für dich. Genau deswegen spreche ich nicht über Kyrie abseits des Feldes. Ich sage dir, ich garantiere dir, er wird zurückkommen. Aha. Ich garantiere dir, er wird in den Playoffs spielen, solange er nicht verletzt ist. Aber er wird spielen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Kommen wir mal zu deinem drittbesten Spieler in der Mannschaft, der da heißt... Talen Horton Tucker. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil Russell Westbrook ist bisher nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Dieser Typ sieht absolut nicht ready aus. Klar, die Sample Size ist super gering. Wir haben 5 Preseason Games gesehen und wir haben jetzt ein normales Regular Season Game gesehen. Aber was wir dort geboten bekommen haben von Westbrook war katastrophal. 9 Punkte im Schnitt, 32% aus dem Feld, 21% von der Dreierlinie. Der Mann ist kein Shooter, das sagen wir seit Jahren. Wir wissen seit Jahren, neben LeBron brauchst du Shooting, Shooting, Shooting. Deswegen musste auch Dennis Schröder weg, weil er seine Dreier auch nicht getroffen hat neben LeBron. Jetzt bringst du Russell Westbrook, der mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht hat, der seit wie vielen Jahren auch immer nicht mehr gezeigt hat, dass sein individueller Skill und seine ganzen Triple-Double irgendwie dazu helfen, dass das Team Erfolg haben würde. Das ist ein Spieler, der ist auf der Player Efficiency Rating Liste auf Platz 46 hinter Bobby Portis. Also, der ist dein drittbester Mann, der ist dein Point Guard, der ist derjenige, der mit LeBron jetzt in die Schlacht zieht in Saison Nummer 19. Da siehst du keine Fragezeichen, da hättest du nicht lieber James Harden und Kevin Durant, die funktionieren wie eine geölte Maschine. Will ich dir gar nicht widersprechen, bei Westbrook sehe ich viele Fragezeichen und ich werde es... Und dann musst du auch Fragezeichen für die Championship sehen. Eins nach dem anderen. Ich bin voll Taylor bei Norton dir. Taylor Norton Tucker wird Nein, dich nicht retten. Ich bin voll bei dir und ich werde es Le GM auch nicht verzeihen, dass er gesagt hat, ey, der Westbrook-Deal ist ein besserer Deal als der Buddy Hield-Deal. Weil Buddy Hield als drittbester Spieler... Perfektion in meinen Augen. Perfektion. Ich werde es nie verstehen. Du hättest vielleicht in dem Deal, der damals auf dem Tisch war, sogar noch KCP vielleicht behalten können. Ich werde es niemals verstehen. Ich glaube nicht, dass es immer so katastrophal aussehen wird wie gegen Golden State, weil auch die Lakers werden sich einspielen. Die haben 13 neue Spieler jetzt im Roster. Das ist ein ganz neues Team. Westbrook zu integrieren als dritte Option ist eine Herausforderung. Als zweite Option ihn zu integrieren ist schon eine Riesenherausforderung. Es sah überhaupt nicht gut aus und so kann es auch nicht funktionieren. Westbrook, weil LeBron, wenn LeBron auf dem Feld ist, bringt er immer noch die meiste Zeit den Ball. Das wird sich auch nicht ändern, das haben wir gegen Golden State gesehen. Westbrook als Spot-Up-Shooter irgendwo stehen zu haben, das ist einfach... Wir haben es in Houston gesehen. Ja, Houston musste, es war eine Katastrophe. Houston musste Clint Capella wegtraden, damit es irgendwie funktioniert. Nur das Problem ist, dass die Lakers einen sehr, sehr guten Big Man haben und auch noch einige Center haben, die auch irgendwo ihre Minuten bekommen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ey, wir richten jetzt alles für Russell Westbrook aus, damit der seine Freiheiten hat, damit er seinen Platz ist, damit er seine Stärken ausspielen kann. Das heißt, Westbrook muss sein Spiel anpassen und LeBron muss Wege finden, um ihn irgendwie besser ins Spiel zu integrieren. Westbrook muss abseits des Balles sich viel besser bewegen, muss lernen zu cutten, besser zu cutten und muss vielleicht auch mal bereit sein, einen Block zu stellen, ja? viel Erfolg, das ist nämlich ein riesen Konjunktiv, den du hier auch machst. Ja, ich weiß. Und alleine deswegen und sind doch die Championship-Chancen total geschmälert. Es wird niemals der perfekte Fit sein, aber nur weil es jetzt in Brooklyn dieses Dreiergespann gibt, was momentan auch nur ein Zweiergespann ist. Was reicht, was total reicht. Sind wir nicht wieder in dieser Ära, in der du 3 Stars brauchst? Kein Team hat wirklich 3 Stars. Und mit 2 Stars, wovon einer immer noch einer der 3 besten Spieler der Welt ist und einer, wenn er so spielt wie gegen Golden State am Dienstag, auch wahrscheinlich ein Top 6, Top 7 Spieler in der NBA ist, weil Anthony Davis hat in der Bubble gezeigt, dass er das sein kann. Und wenn er, auch wenn es nur ein Spiel war, kleine Sample Size, ich weiß, aber Körpersprache und so weiter, Aggressivität, wenn er das spielt, wenn er gesund bleibt, ist auch immer ein Fragezeichen. Das sind alles riesige Fragezeichen. Ja, es sind Fragezeichen, aber wir können jetzt nicht wieder mit Verletzungen anfangen. Die beiden sollten gerade dieses Jahr in diesem Westen ausreichen, um den Westen zu gewinnen. Kommen wir zu den Rollenspielern. Lassen wir Westbrook erstmal außen vor. Du hast gerade gesagt, wir brauchen Shooting. Shooting haben wir uns geholt. Monk letztes Jahr 40,9%, Ellington 42,2%, Bazemore 40,8%.
Ariza ist gerade verletzt, THT ist gerade verletzt. Es wird noch viel Arbeit für Frank Vogel, um zu gucken, wie rotiere ich, wer kriegt wie viele Minuten. Aber das Material ist da. Avery Bradley war ein sehr wichtiger Piece, bis er dann in der Bubble leider nicht mehr dabei war. Sehr wichtiges Piece in der 2020er Saison. Teilweise auch als Scorer vorne, aber vor allem auch als Guard-Defender. Ich finde, die Pieces sind da. Die Lakers werden wahrscheinlich nicht mehr die Top-1-Defense der Liga stellen. Aber ich glaube, sie können immer noch eine Top-10-Defense stellen. Allein mit AD auf der 5, wenn sie das Lineup spielen, als Anker hinten. Mit LeBron, wenn er wirklich sagt, ich spiele Defense, in den Playoffs wird er das tun, wird die Defense gut genug sein. Und die Offense, das ist einfach ein Prozess, der wird andauern, das wird nie wunderschön aussehen, aber welche LeBron-Offense sah in all den Jahren wirklich flüssig und schön aus? Es war immer, LeBron, finde irgendwie einen Weg, dass es passt. Und er wird auch hier einen Weg finden. Und Westbrook wird nie perfekt aussehen und muss er aber auch gar nicht, damit die Lakers erstmal den Westen gewinnen. Und dann schauen wir mal, ob sie da überhaupt auf deine Nets treffen. Ach so, das steht in den Sternen. Ich weiß nicht, Milwaukee? Bist du nicht so... Du hast gerade auch den Crossover gewagt in deiner Folge. Hast gesagt, ey, in der anderen Folge bist du für die Lakers. Du bist in der anderen Folge auch für MVP Giannis. Also lass die Bucks mal nicht so außen vor. Aber deswegen sollten wir Kyrie auch nicht so krass kritisieren, wenn wir von Folge zu Folge unsere Meinungen ändern. Okay. Aber, ach so, das haben wir gar nicht am Anfang gesagt. Unsere Meinungen sind vorgegeben. Manchmal kommen neue Leute dazu, stimmt, wissen das gar nicht. Stimmt. Sollten wir vielleicht ab und zu mal erwähnen, ja, die Meinungen sind vorher vorgegeben, genau, was wir debattieren. Und nächste Woche lösen wir dann auf, wie unser richtiger Standpunkt aussah. Genau, wir machen es schon so lange, dass, ja, wir oft denken, das Format ist etabliert. Aber zurück zur Defense. Ich liebe das, mit dir zu debattieren, weil du zählst so ein paar Sachen auf, die nicht passen, und dann sagst du, ja, aber das wird schon gehen, weil LeBron wird das schon irgendwie hinbekommen und man muss ja nicht eine Top-10-Defense haben, um in die Finals zu kommen. Doch, eine Top-10-Defense schon. Ich habe ja gesagt, die werden sie haben. Eine Top-10-Defense in der Liga. Werden sie haben. Folgende Spieler sind eher unterdurchschnittliche, mhm, bis maximal durchschnittlich gute Verteidiger. Carmelo, unterirdisch. Mhm, ja. Westbrook, unterirdisch. Ja. DeAndre Jordan in, ja, jedem Pick'n'Roll, unterirdisch. Mhm. Rondo, unterirdisch. Mhm. LeBron ist in den meisten Fällen Durchschnitt. Mhm. Wenn er wirklich kann aber noch ein Plus-Defender sein, wenn er will. Werden wir sehen. Okay. Er war in dem Golden State-Spiel übertrieben frisch. Das gebe, ja, ich dir. Da hat er super verteidigt, super Helpside-Defense gespielt. Dwight Howard in jedem Pick-and-Roll. Mhm. Das sind alleine, wie viele Spieler sind es? 6, 7 Spieler, die alle nicht gut verteidigen können. Du hast Bazemore und Bradley, gebe ich dir recht, super Verpflichtungen für die Defense. Mhm. Problem an den beiden, beide um die 1,90. Mhm. Die verteidigen dir nicht James Harden oder Kevin Durant. Das heißt, in der Finalserie, wer verteidigt dir Kevin Durant? Einfach niemand. Die Lakers haben niemand personell, der es mit diesem Menschen aufnehmen kann. Andere Teams haben wenigstens noch irgendeinen großen Wing, der verteidigen kann. Das haben die Lakers überhaupt nicht. Kevin Durant wird sie auseinandernehmen in der Serie. Okay. Letztes Jahr, erste Runde gegen Phoenix. Wer war mit dem Roster für dich der drittbeste Spieler bei den Lakers? KCP? Kuzma? Bei den Lakers letztes, ja, Jahr? Letztes Jahr. Also auch wenn es Probleme in der Mannschaft gab, aber, ja, du musst eigentlich Dennis sagen. Okay, Dennis. Ja. Ja. Wieso kommst du jetzt zur drittbesten Option? Ich war gerade in der Defense zu. Ja, ich komme darauf zu sprechen. Okay. Wenn AD sich nicht verletzt hätte, ja, warst du doch bei mir, hätten die Lakers die Serie wahrscheinlich gewonnen. Bei dem, was du bis einschließlich Spiel 3 gesehen hattest, oder? Mit einem AD, der komplett dominiert hätte, genau, ja. Aber haben wir AD schon mal über eine Serie dominiert? Aber du bist bei mir, dass AD in diesen kurzen Momenten sowohl vorne als auch hinten das komplette Spiel dominiert hat. Wenn er auf der 5 gespielt hat, auch gegen Phoenix. In diesen Stretches, in denen er gut aussah, bevor er dann anfing mit seinen Verletzungen und so weiter. Das war schon sichtbar, oder? Er hat sehr gut gespielt. So. Ich würde jetzt nicht, genau, sagen, er hat sie an die Wand gespielt. Und das kannst du, können die Lakers dir auch dieses Jahr geben, mit AD auf der 5, LeBron auf der 4 und einer beliebigen Kombination aus diesen anderen Guards, die du hast. Auch gerne mal mit Westbrook auf der Bank. Die alle undersized sind. Die alle, wo Westbrook, okay, mit drauf sein muss, der nicht schießen kann. Und die anderen beiden sind undersized. Okay, aber das ist deine Aufstellung. Gut, aber welches Team im Westen, abseits der Nuggets, killt dich mit Größe oder killt dich mit Big Man? Phoenix. Phoenix mit Ayton, okay, und aber dafür hast du dann eben auch noch deine Big-Man-Rotation, die du da irgendwie unterbringen kannst. Trotzdem, aber dann hast du nicht mehr Ayton, ja, auf der auch gegen. Siehst du, du switcht einfach dein Argument. Nein! Doch! Du hast es auch in der Bubble gegen die Nuggets gesehen. Du hattest für 10, 12 Minuten Dwight Howard, der Jokic auf den Sack gegangen ist. Du konntest aber genauso gut die Liners mit AD auf der 5 spielen. Die
die Teams trotzdem dann sowohl vorne als auch hinten killen. Du kannst es ja mixen, das meine ich ja. Was ich nur sagen will, ist, dass LeBron und AD in der Kombination, wenn sie fit sind, ausreichen, um den Westen zu gewinnen. Und das hat sich auch dieses Jahr nicht geändert. Es ist ein Jahr her. Es kommt einem länger vor. Es ist ein Jahr her, dass LeBron und AD die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. Das ist ein Jahr her. Das vergessen wir, glaube ich. Weil es eben so spät war. Weil es Oktober 20 war in der Bubble. Ja, weil eine ganze Saison dazwischen liegt. Ja, aber die haben doch nicht das Basketballspielen verlernt. Ja, LeBron ist ein Jahr älter. Nee, aber sie sind älter. Aber ja, dieses Duo reicht immer noch aus. Und der Rest ist Bonus. Wenn Westbrook dann irgendwie zu seinem Spiel findet, das ist Bonus. Rondo ist Bonus. Melo ist Bonus. Was der Vorteil an den Verpflichtungen ist, dass LeBron jetzt auch mal auf die Bank gehen kann. Ich sage nicht, dass das Team dann erstmals, ich glaube, es gab nur ein Jahr in LeBrons Karriere, in dem sein Team, wenn er auf der Bank war, ein positives Netrating hatte. Ich weiß nicht, ob es passieren wird, muss auch nicht. Aber du hast zumindest immer Playmaking auf dem Feld. Du hast Leute, die mal ein Pick-and-Roll spielen können auf dem Feld. Du hast Basketball-IQ auf dem Feld. Und LeBron kann sich in meinen Augen dieses Jahr viel eher mal eine Pause erlauben als in der letzten Saison. Und das ist definitiv ein Mehrwert, weil sie die Minuten ohne LeBron sonst immer brutal verlieren. Ja. Ich glaube, das Problem ist, wir würden uns jetzt im Kreis drehen, weil ich sehe die Dinge einfach komplett anders als du. Also du überschätzt mir diese Roleplayer bei den Lakers extrem. Du blendest komplett Thema Verletzungsrisiko aus, komplett Thema Alter aus und deren Defense. Nein, wenn wir Verletzungsrisiko mit reinnehmen, müssen wir auch bei... Ist es Quatsch, dann können wir auch sagen... Dazu möchte ich gerne was sagen. Ja. Du hast gesagt, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass KD und Harden sich verletzen. Harden ist einer der durchhaltestärksten Spieler, der jetzt einmal eine Flugverletzung hatte mit der Hamstring in dieser ersten Serie dagegen Milwaukee in der zweiten Runde. Kevin Durant hatte den Achillessehnenriss. Nenn mir eine weitere große Verletzung in KDs Karriere. Ja, aber diese Diskussionen machen doch generell keinen Sinn, wenn du sagst, der wird sich verletzen. Das will ich doch damit nur sagen. Aber ich kann gerne anführen, dass ein 37-Jähriger mit 19 NBA-Spielzeiten in den Beinen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Der in 19 Jahren zwei Verletzungen hatte? In den letzten drei Jahren. Ja, in den letzten drei Jahren. Ja, aber wir sind uns einig, dass die Solomon Hill-Verletzung einfach ein Freak-Accident war. Das war einfach Pech. Der Typ ist auf seinem Bein gelandet, der Knöchel hat sich umgedreht. Ja, das ist ekelhaft. Das passiert nicht, weil du alt bist, sondern das ist einfach... Das wäre auch passiert, wenn er 25 gewesen wäre, in meinen Augen. Lass uns nicht zu sehr über Verletzungen sprechen. Und ich habe dir auch nicht gesagt, dass ich die Rollenspieler überschätze. Ich habe dir gesagt, LeBron und AD sind der Faktor. Die Rollenspieler sind ein Bonus. Was ich sagen will, es ist mehr Tiefe da als letztes Jahr. Es ist besseres Shooting da als letztes Jahr. Und du hast mit Rondo und Westbrook X-Faktoren, die natürlich auch im negativen Sinne X-Faktoren sein können, die aber auch Potenzial haben. Stichwort Playoff Rondo. Oder Stichwort Westbrook. Playoff Westbrook, ja. Triple-Double Westbrook. Natürlich. Gerade wenn LeBron auf der Bank ist, die auch irgendwie Potenzial haben, dem Team am Ende zu helfen. Wir werden nicht mehr MVP Westbrook sehen. Und Westbrook wird auch nicht der perfekte Off-Ball-Teammate für LeBron sein, nein. Aber punktuell können sie helfen. Und unterm Strich kommt es sowieso auf LeBron und AD an. Und nochmal, ich wette nicht auf ein anderes Team im Westen gerade. Die Clippers haben keinen Kawhi, die Nuggets haben keinen Murray. Die Suns und Jazz, okay, die überzeugen durch Konstanz im Vergleich zur letzten Saison als zwei der wenigen Teams. Aber würde ich gegen die Lakers wetten in einem Matchup? Ich weiß es nicht. Ich habe dir ja mal die große Frage gestellt, wenn du jetzt dein ganzes Hab und Gut setzen müsstest auf einen West-Champion. Mhm. Auf wen würdest du setzen? Mein ganzes Hab und Gut. Komm jetzt das, nicht das, mit den Suns. Nee, das soll jetzt kein Max Kellerman, Give Me Iguodala-Moment werden. Aber Timberwolves. Nee, es wären tatsächlich die Suns. Und ich gebe dir meine Gründe. Die Suns waren letztes Jahr in den Finals. Die Suns sind das tiefste Team im Westen. Die haben sich sogar nochmal verstärkt. Die sind alle gesund. Devin Booker spielt nicht mehr mit gebrochener Nase. Du bist größer geworden mit JaVale McGee. Du hast mit Landry Shamet und mit Campaign zwei wahnsinnig gute Backup-Point-Guards. Also die Suns sind für mich der sicherere Lock für die West Championship als die Lakers. Du hast es selber gesagt, die sind gefühlt 13 neue Spieler, die da zusammengewürfelt sind. Wer gewinnt mit so einem Team überhaupt? Einfach so eine Mannschaft, die neu komplett bunt zusammengewürfelt ist. Gut, was sind die Nets? Also wie viele Spieler haben in der Kombination wirklich Erfahrung zusammen? Okay, lass uns mal zu den Nets kommen, weil sonst wird es hier so eine reine Lakers-Debatte. Kevin Durant und James Harden sind meiner Meinung nach ein gefährlicheres Duo als LeBron und Anthony Davis. Vom Scoring her 100%. Sie sind vielseitiger im Scoring, sie können den Dreier viel hochprozentiger treffen und James Harden ist dazu einer der besten Passer aller Zeiten. Also
Sie sind als Duo meiner Meinung nach den beiden schon mal überlegen. Dazu kommt noch Kyrie Irving als X-Faktor, der, wenn er auf dem Feld ist, sehr, sehr guten Basketball spielt und perfekt mit den beiden harmoniert. Wir haben ihn schon in dem einen Jahr alleine in Brooklyn gesehen, wo er eine deutlich bessere Körpersprache hatte, als davor in Boston sogar gut verteidigt hat. Die Leute haben ihn gefeiert für seine Defense. Kyrie Irving, das erzählen wir sonst normalerweise nie, aber er hat sich gebessert. Joe Harris hat den Durchhänger letzte Playoffs, ist ein besserer Shooter als jeden, den die Lakers auf dem Feld haben. Und dann hast du diese schöne Rotation jetzt mit diesen ganzen Bigs, mit Blake Griffin, mit Millsap, mit LaMarcus Aldridge. Die beiden letzteren werden jetzt nicht so viele Minuten spielen, aber Blake Griffin bekommt dadurch auch seine Pause. Du hast auch noch Claxton, du hast sehr, sehr gute Guards, die Full Court auch mal den gegnerischen Point Guard attackieren können, wenn James Harden eine Pause braucht. Die Nets haben 7, 8 Top-Spieler, die wunderbar miteinander harmonieren, die du in jeder Konstellation aufs Feld werfen kannst und die nicht so sehr davon abhängig sind, wie LeBron und Anthony Davis spielen bei den Lakers. Ich finde, bei Brooklyn läuft der Ball viel besser. Sie waren letztes Jahr eins der Teams, das am besten den Ball hat laufen lassen. Auch das ist nicht immer gegeben in einem LeBron-Team. Also für mich sind die Nets insgesamt einfach stärker, weil sie unguardable sind, weil sie den Dreier besser treffen als jedes andere Team und weil du gar nicht groß auf die Starting-Lineup gucken musst, denn die können das in jedem Spiel switchen und ich bin okay damit, weil das Spielermaterial, was da drin ist, harmoniert immer wunderbar mit James Harden und mit Kevin Durant. Ja, dann hast du Steve Nash auf jeden Fall schon ein bisschen was voraus, wenn du schon weißt, dass Aldridge, Millsap und Claxton und Mills, wie gut die alle miteinander harmonieren, da bist du schon viel weiter. Wieso, das weiß er auch. Bist du schon in Spiel 43 der Saison. Sag mir noch kurz, Top 10 Defense auch realistisch für diese Nets? Oder gehen wir eher wieder in Richtung einer der schlechtesten Defenses aller Zeiten? Na, niemals. Okay. Also wenn deine Trash Lakers mit ihrer Trash Defense Top 10 gehen, okay, dann gehen meine auch Top 10. Haben wir am Ende bei den Nets und Top 10 Defense stehen, am Ende der Regular Season? Ja oder nein? Ich traue mich nicht zu sagen Top 10, aber ich weiß, dass die Offense, so gut sein wird, dass es keinen Ausschlag gibt. Aber diese Offense-Power hast du bei den Lakers nicht. Deswegen ist bei dir die Defense viel wichtiger. Okay, also mit Kyrie Irving würde ich bei dir sein, würde ich sagen, ja, ganz klarer Titelfavorit. Aber er wird spielen. Warten wir es ab. Defense gebe ich dir nicht. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass diese Rollenspieler, wobei Patty Mills wirklich ein enorm guter Pickup war, hätte ich mir auch für die Lakers gewünscht. Aber sonst ist der Supporting Cast für mich auch nicht Endstufen Supporting Cast. Aber du hast schon 3 Superstars. Ja, aber du bringst mir 2. Aktuell hast du 2. Du bringst bei mir das Argument, Alter, deine ganzen Roleplayer sind auch extrem alt. Nein, nur Aldridge und hier. Und hier, Millsap. Ja, okay. Mills ist auch schon 33. Kevin Durant ist 33. Westbrook ist 33. Kevin Durant musste 48 Minuten spielen in der Milwaukee-Serie, damit die Nets überhaupt eine Chance haben. Weil 2 Leute verletzt waren. Ja. James Harden und Kyrie waren verletzt. Einer davon wird dieses Jahr wieder fehlen, kann er sich schon mal darauf einstellen. Und ob er mit 33 dann solche Superhuman-Performances jede Nacht im Rucksack hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Wir werden es erfahren. Jetzt müsst ihr entscheiden. Wem traut ihr die Championship eher zu? Lakers oder Nets? Oder sagt ihr, ey, es ist doch ganz klar, es ist ein völlig anderes Team und zwar Team X? Dann haut auch das gerne in die Kommentare. Wie immer, eben schon gesagt, nehmt ihr mit jedem Kommentar am League Pass Gewinnspiel teil. Einfach Instagram-Handle dazu schreiben und schon könnt ihr den League Pass Code für einen Monat gewinnen. Das gleiche gilt auch für die Folge bei Björn auf dem Kanal. Da reden wir über das MVP-Duell. Team Giannis versus Team Luca. Wer holt sich dieses Jahr die MVP-Trophäe? Lohnt sich auf jeden Fall. Irgendwann wirst du mal recht haben. Irgendwann werde ich recht Jahr haben. Jedes Jahr pickst du ihn. Irgendwann jedes wirst du Jahr. Recht haben. Und dann werde ich sagen, ich habe es euch doch gesagt. wir sind super froh, dass wir zurück sind. Ja. Endlich wieder Shots feiert. Ab jetzt wieder jede Woche. Seid auf jeden Fall immer dabei. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Yes, ne? Sir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute.